Frau Henningsen, Sie haben ja für diese Ausstellung die konservatorische Betreuung übernommen und Sie sind mit Ihrem Team ja auch gerade beim Ausstellungsaufbau dabei. Das sind ja aber nicht die einzigen Aufgaben, die Sie und Ihr Team im Museumsbetrieb erfüllen. Können Sie uns dazu ein bisschen was erzählen? Das Aufgabengebiet des Restauratorenteams ist sehr vielfältig und findet nicht immer in der Werkstatt statt. Wir sind darum bemüht, unseren Fokus in erster Linie auf die präventive Konservierung zu legen. Das heißt, dass wir alle schädigenden Einwirkungen und Einflüsse so gut es geht eliminieren wollen. Das heißt, wir kümmern uns um ein stabiles Klima, wir kümmern uns um UV-Schutz, weil auch Licht sehr schädigende Wirkungen auf Objekte hat. Wir kümmern uns natürlich auch um das Schädlingsmonitoring, das eine ganz große Rolle im Museum spielt. Ja, und damit kann man schon mal einen guten Teil seiner Arbeitszeit verbringen. Und Sie haben ja vorhin schon mal erzählt, dass Sie noch eine Lieblingsaufgabe haben. Ja, eines meiner Lieblingsarbeitsfelder ist die Kunsttechnologie. Und bei der Kunsttechnologie versucht man nachzuspüren, wie der Künstler bei der Erschaffung des Werkes vorgegangen ist. Also es wird die Maltechnik und die Werktechnik untersucht. Und das ist mit ganz verschiedenen Untersuchungsmethoden möglich, also alleine schon mit bloßem Auge, mit einer Lupenbrille kann man sehr, sehr viel erkennen. Aber uns stehen natürlich auch noch das Mikroskop zur Verfügung und dann verschiedene bildgebende Verfahren. Und zu diesen bildgebenden Verfahren zählt zum Beispiel die Infrarotreflektographie, mithilfe derer man durch die Farbschichten hindurchschauen kann, direkt auf die Grundierung und, sofern eine da ist, eine Unterzeichnung sichtbar machen kann. Und auf diese Art und Weise eben dann auch Kenntnis davon bekommt, wie der Künstler sein Kunstwerk angelegt hat und ob er möglicherweise von dieser Unterzeichnung bis zur direkten Ausführung Änderungen vorgenommen hat. Und das ist auch nicht selten. Das ist sehr spannend, so kunsthistorische oder künstlerische Spurensuche am Gemälde. Genau. Und dann gibt es ja noch den Leihverkehr. Ja, der Leihverkehr, das ist ein sehr großes Thema bei uns, weil wir sehr viele Objekte verleihen. Und wenn ein Leihgesuch ins Haus kommt, dann wird das Restauratorenteam gefragt, wie es denn um die Reisefähigkeit eines des bestimmten Objektes bestellt ist. Und sofern es ausleihfähig ist, dann bestimmen wir, wie die Ausleihbedingungen zu sein haben, in welchem Transportmittel das Objekt verpackt werden soll, von wann bis wann es reisen wird. Und wir dokumentieren dann noch genau den Zustand des jeweiligen Objektes. Und bei ganz, ganz empfindlichen und sehr wertvollen Objekten begleiten wir die Kunstwerke auch persönlich. Oh, wo sind Sie denn da schon hingereist? Vielleicht den Lieblingsort, den Sie mal mit einem Objekt besuchen durften? Ich war schon in Paris. Oh, schön.